Herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier in dem großen Kreis etwas vorzutragen zum Vertrag von Lissabon. Sehr geehrte Damen und Herren, nach wie vor, trotz des Urteils vom 30. Juni, weiter eine brennende Frage. Das Urteil hat ein Verfahren abgeschlossen, aber die politische Notwendigkeit, sich mit diesem Vertrag zu beschäftigen, in gar keiner Weise beendet. Es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass vielleicht die Iren erneut unser aller Freiheit verteidigen. Und dafür sollte man tun, was man kann, wenn es dann wiederum zu einer Abstimmung über eine fragwürdige Neugestaltung des Vertrages kommt, wenn ich das vorweg sagen darf, dieses Protokoll, das ja da gewisse Zugeständnisse macht, nicht nur für die Iren, zum Teil auch für alle, ändert den Vertrag substanziell. Das ist nicht nur eine Interpretation des Vertrages, wie also in Deutschland gesagt wurde. Die Iren werden also, wenn sie den Vertrag im Verbund mit dem Protokoll abstimmen werden, über einen ganz anderen Vertrag abstimmen, als er in den anderen Mitgliedstaaten eben zur Geltung gebracht worden ist, also insbesondere auch in Deutschland. Und das wird natürlich einige Fragen aufwerfen, denn ein völkerrechtlicher Dissens führt ja nun nicht gerade dazu, dass ein völkerrechtlicher Vertrag zustande kommt. Also das wird eine sicherlich spannende Frage. Nun weiß bisher noch niemand, worüber die Iren denn abstimmen sollen. Vielleicht stimmen sie auch über den Vertrag von Lissabon ab, so wie er formuliert ist. Dann würden sie über etwas abstimmen, was niemand will, was gerade die Iren ja nicht wollen. Und dann steht es sozusagen offen, ob dann wirklich diese Zugeständnisse sich durchsetzen, die ja dann bei dem Beitritt Kroatiens, der irgendwann erfolgen wird oder auch nicht erfolgen wird, eben dann mit abgestimmt werden sollen. Ein völkerrechtlich mehr als fragwürdiges Vorgehen, aber ich sehe nicht, dass die Gerichte das scheitern lassen würden. Nur der Dissens dürfte schon von Bedeutung sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, kann man nur sagen. Aber jetzt zu dem Vertrag selbst. Diesen Vertrag, der für jemanden, der sich nicht Tag und Nacht mit diesen Fragen beschäftigt und seit Jahren und Jahrzehnten unleserlich ist. Niemand kann ihn verstehen. Insofern muss man einfach die Kritik, die jetzt hier an einem Abgeordneten geäußert wurde, und es waren ja auch andere, natürlich ein bisschen relativieren. Das überfordert unsere Abgeordneten und weiß Gott, dass sie ein solches Vertragswerk verstehen. Da haben wir nicht die Richtigen ausgesucht, die also dann auch wirklich in der Lage sind, die schicksalhaften Entscheidungen wirklich zu verantworten. Denn die erste Voraussetzung einer solchen Verantwortlichkeit ist ja, dass man weiß, was man tut. Und dann muss man eben diese Texte nicht nur lesen, das genügt in gar keiner Weise, sondern auch verstehen. Und diesen Vertragstext kann man nur verstehen, wenn man die ganze Geschichte der europäischen Integration kennt und insbesondere die Rechtsprechung dazu. Die Implikationen der einzelnen Worte, die hier benutzt sind, die erschließen sich ja erst aus der Rechtsprechung, die sich über ein halbes Jahrhundert entfaltet hat. Und dann sieht man die Brisanz der Worte. Es wirkt alles vielleicht gar nicht so schlimm, wie es eigentlich ist, wenn man die Rechtsprechung nicht kennt. Ich darf vorweg sagen, der Europäische Gerichtshof hat ja schon 1963, die meisten, die hier im Saal sind, erfreulicherweise waren da sicherlich noch gar nicht geboren, ja? 1963 aus den völkerrechtlichen Verbindlichkeiten, die also ja doch einen ganz anderen Status haben als etwa staatsrechtliche Verbindlichkeiten, also aus dem völkerrechtlichen Verbund einen Staat gemacht und hat diese vertraglichen Regelungen eben zu staatsrechtlichen Regelungen umgewandelt, einfach durch eine Entscheidung. Diese Begründungssätze, die, also die eigentlichen Sentenzen, die machen eine halbe Seite aus. Er hat es einfach nur gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass sich jeder auf diese Regelung des Vertrages, die Grundfreiheiten, ich sage dazu noch was, die sind ja das Zentrum des Vertrages, die machen den Binnenmarkt aus, also die Grundfreiheiten, die Warenverkehrsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit und insbesondere die verheerende Kapitalverkehrsfreiheit.
dass sich jeder auf diese Grundfreiheiten berufen kann, ein subjektives Recht hat. Er kann vor jedem Gericht darauf klagen, dass die eingehalten werden. Und wenn es Probleme gibt mit der Auslegung, dann ist zuständig einzig und allein der Europäische Gerichtshof, diese zu entscheiden im Vorabentscheidungsverfahren. Er hat also damit erobert, die gesamte Macht eigentlich. Schon 1963 in der Europäischen Union, nämlich die Interpretationsmacht, die ist von allergrößter Bedeutung. Und er hat mittels der Grundfreiheiten unsere Lebensverhältnisse völlig umgewandelt. Ich komme darauf noch zurück. Die sind das Zentrum des Ganzen und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt in dem Urteil keine Gelegenheit genommen, mal etwas zu sagen zu dieser Entwicklung, spricht immer noch von völkerrechtlichen Verbindlichkeiten, spricht immer noch davon, dass die Union kein Staat, kein Bundesstaat sei. Es ist es längst. Längst, seit 1963. Ja? Weil das Gericht natürlich vorsichtshalber, so macht man das als guter Jurist, eben das eigentliche Problem nicht anspricht. Ja? Das ist die Methode der Rechtsfindung. Wenn Studenten das machen im ersten Staatsexamen, nimmt man das übel. Natürlich auch nur, wenn man selbst das Problem gesehen hat. Aber das ist eine bekannte Methode, das eigentlich Brisante gar nicht zur Sprache zu bringen. Das merkt ja niemand. Alles, was das Gericht in dem Urteil gesagt hat, ist Schall und Rauch. Ja? Das ist die Methode. Und insofern kann man ja verstehen, wenn die Abgeordneten auch nicht verstehen, worum es geht. Ihnen wird zwar die Verantwortung zugeschoben, aber also wenn Sie mal für durchsichtige Rechtssätze, sagen wir mal eine Steuererhöhung oder was es auch sonst sei, die Verantwortung übernehmen und sagen wir das durchschauen, dann ist das schon viel geleistet. Aber die Implikationen eines solchen Vertrags, die sind also doch so weitreichend, dass es einfach zu viel verlangt ist. Da liegt ein ganz großes politisches Problem, nämlich das Problem der Negativauslese unserer Abgeordneten. Ja? Und da ist unser Wahlsystem schlicht und einfach nicht in Ordnung. Und die Parteien, die haben ja eigentlich die Aufgabe, klingt jetzt ein bisschen komisch, die Besten des Volkes, die am besten geeignet sind, die Politik zu machen, auszuwählen, vorzuschlagen, zur Wahl zu stellen, aber das schaffen sie in gar keiner Weise. Nicht durch das Parteiensystem ist so, dass sich eben gerade charakterlich ganz andere Kräfte durchsetzen. Das ist ein untrennbarer Einheit. Die europäische Integration, die Entmachtung der Völker und die Entwicklung des Parteienstaates, stetig vom Bundesverfassungsgericht gefördert, gehören zusammen. Ja? Wir hätten diese Entwicklung nicht, die internationalistische Entwicklung, wenn wir nicht ein Parteienstaat wären. Und nicht nur wir, sondern auch die Nachbarvölker natürlich ganz genauso. Und auch in dem neuen Urteil wird das Bundesverfassungsgericht wieder noch deutlicher, geht noch stärker verbalisierungsmäßig in die Richtung Parteienstaat. Jetzt, der Staat ist nur noch Herrschaftssystem. In dem Urteil, explizit. Ja? Und es gilt nur das Mehrheitsprinzip. Das ist alles parteienstaatlich konzipiert. Natürlich üben die Parteien, jeweils die etablierten Parteien, eben Herrschaft aus. Und natürlich richtet sich das nach dem Mehrheitsprinzip. Aber mit Recht hat das nichts zu tun. Ja? Das muss man einfach mal sehen. Politik, richtigerweise, darf nur eins sein. Verwirklichung des Rechts. Das ist der Gegenstand der Politik, der es sein darf. Der größte Rechtslehrer, der mir bekannt ist, hat es klar formuliert, Politik ist ausübende Rechtslehre. Ja, Sie wissen, wen ich meine, Immanuel Kant. Das wird verkannt. Politik ist nicht Durchsetzung der Mehrheit gegenüber der Minderheit. Wie sollten wir uns das gefallen lassen, ja? Dass die Mehrheit uns beherrscht oder die Macht haben. Das ist ja natürlich niemals in der Welt die Mehrheit gewesen in Wirklichkeit, sondern die sich ausgeben als Repräsentanten der Mehrheit. Weil sie das Unglück ist nun mal so tatsächlich aufgrund des Wahlsystems in die Parlamente gelangen. Also
Ich sehe keine Partei, die die Mehrheit auf ihrer Seite hätte. Wenn man es ausrechnet, haben vielleicht SPD und CDU, CSU gerade noch zusammen, vielleicht, ich glaube nicht einmal, die knappe Mehrheit der Wähler. Da muss ja auch berücksichtigen, dass ein großer Teil nicht wählt, weil sie eben der praktischen Vernunft fähig sind. Also man gucke sich nur mal die Europawahlen jetzt an. Ja? Das ist ja sehr brüchig mit dem Mehrheitsprinzip. Schon der doch sehr beachtenswerte, wenn auch kritikwürdige Carl Schmitt hat es mit deutlicher Klarheit gesagt. Ja? Also man kann Minderheiten und Mehrheit natürlich austauschen. Das ist völlig beliebig. Es ist immer die Minderheit. Die Minderheit beherrscht uns aufgrund des Systems. Insbesondere gehört dazu das Verhältniswahlsystem, das natürlich verfassungswidrig ist, aber etabliert ist mit der 5% Sperrklausel, sogar auf europäischer Ebene. Aber richtigerweise kann doch eben ein politisches System nur sein wollen, der Versuch, eben die allgemeine Freiheit zu verwirklichen. Es kann nichts anderes als Recht. Recht kann man nur stützen, und das ist für mich die Grundlage meiner ganzen Arbeit, kann man nur stützen auf die Freiheit der Menschen. Aber die Freiheit wird ja in Deutschland glänzend missverstanden. Ich muss diese Vorbemerkung machen, weil man sonst die ganze politische Entwicklung gar nicht versteht. Ja? Die Freiheit ist natürlich nicht das Recht, andere von Schienbein zu treten. Ja? Das heißt, das Recht der Ausbeutung. Damit wird es ja im Augenblick also nun voll und ganz verwechselt. Und unsere Entwicklung in der ganzen Welt, also gerade die weltwirtschaftsrechtliche Entwicklung, und da ist ja die Europäische Union nur eine Region dieser kapitalistischen Weltwirtschaftsordnung, diese Entwicklung beruht ganz wesentlich auf einem Missverständnis des Freiheitsbegriffs. Ja? Dass jeder tun und lassen dürfe, was er will, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt. Aber wo sind die Gesetze? Aber das ist eine andere Frage. Nein, ein solches Recht gibt es nicht. Das steht nicht im Grundgesetz, aber nicht deswegen gibt es das nicht, sondern weil Recht immer verpflichtet ist der Menschheit des Menschen. Das Recht ist mit uns geboren. Ja? Und das Recht, das mit uns geboren ist, davon ist leider nie die Frage. Aber es sollte die Frage sein, und die Rechtsgrundlagen, die ich vertrete, haben ja prominenteste Texte, nämlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wenn man das darauf aufbauen wollte, dann würden wir in einer ganz anderen Welt leben. Freiheit ist immer nur das Recht auf Recht. Das Recht auf Recht. Das ist die politische Freiheit. Ja? Das Freiheitsein heißt, wie die Deklaration 1789, das klar, genial, beraten von Sieyès, der beraten von Kant, aber natürlich basierend auf dem Lehrer Kants, nämlich Jean-Jacques Rousseau, gesagt hat, dass jeder darf tun lassen, was er will, wenn er einem anderen nicht schadet. Ja, das ist Freiheit. Französische Revolutionserklärung. Ja? Und dieses Prinzip des Nemine in dem Ledere, dass man niemanden verletzen darf. Es kann ja wohl nicht sein, dass einer sich entfalten kann zulasten der anderen. Das spiegelt sich letztlich wieder in dem Wort Mehrheitsprinzip. Die Mehrheit kann die Minderheit unterdrücken. Also ich hatte es ja schon gesagt, in Wirklichkeit ist die Minderheit. Also das ist diese wirkliche Freiheit heißt, dass man bei allen seinem Handeln einer Maxime folgen muss, eben nach der, wie Kant das im kategorischen Imperativ formuliert hat, Grundlage eines allgemeinen Gesetzes sein kann. Immer muss man den anderen berücksichtigen bei seinem Handeln. Ja, das Handeln ist immer zwingend sittlich verpflichtet. Sittlich verpflichtet heißt nichts anderes als dem Sittengesetz verpflichtet. Das Sittengesetz ist nichts anderes als der kategorische Imperativ. Kann man ja übersetzen als das christliche Liebesprinzip, aber dieses Liebesprinzip gibt es in jeder Großreligion. Ja, das ist mit den Menschen geboren und schon die Affen haben das. Ja, also was die Affenforschung, die Primatenforschung deutlich hervorgebracht hat, ich nenne Hans de Waal. Anders können Menschen nicht zusammenleben, wenn sie akzeptieren wollen, dass auch der Mitmensch ein freier Mensch ist. Wenn sie ihn akzeptieren als Menschen. Und da muss ja wohl die Grundlage der Rechtsordnung sein.
und nicht, als, dass sie nicht behandelt werden als Untertan. Diese Freiheitsvergessenheit und das Missverständnis ist der Grund der gesamten politischen Entwicklung und der, der wir leiden. Das Grundgesetz sagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verletzt. Da steht das. Die meisten Juristen wissen das nicht, überlesen sie geflissentlich. Wird ihnen in der Universität nicht beigebracht. Ja? Das Sittengesetz, ja, das Sittengesetz, das kommt ja nie vor in der Praxis. Nein, das Sittengesetz ist natürlich nichts anderes als das rechte Maß. Das Prinzip, das aristotelische Prinzip des rechten Maßes. Dass natürlich die Gesetze beachten müssen und dass jeder bei seinem Handeln beachten muss, auch jeder Unternehmer. Das ist natürlich ein ethisches Prinzip. Und das, das Wesentliche an der ganzen Sache ist, und deswegen muss man den Parteienstaat bekämpfen, das Wesentliche daran ist, dass die Sittlichkeit eben nicht erzwungen werden kann. Das ist das A und O. Wenn man versucht, die Sittlichkeit zu erzwingen, wechselt man von Rousseau zu Robespierre. Ja? Tugend durch Terror. Das ist, fangen beide mit R an, deswegen werden sie von vielen verwechselt. Also das ist das große Problem. Also Moralität kommt nur von innen her. Das ist die innere Befindlichkeit des Menschen und er muss natürlich auch die Chance dazu haben. Die Institutionen des Staates müssen so gestaltet sein, dass die Moralität eine Chance hat. Aber Moralität heißt nur eins, in seinem Handeln dem Rechtsprinzip folgen. Kein Moralismus, nicht, dass Sie mich verwechseln, ich werde da immer vollkommen gerne missverstanden. Kein Moralismus à la Political Correctness, ja, genau das Gegenteil. Die Political Correctness ist Robespierre. Das ist der vergleichsweise milde Zwang eben zu einem Moralismus. Nein, wir brauchen moralische Politiker, nicht politische Moralisten, sagt der schon zitierte Kant dazu. Und das ist das ganze Problem, diese Grundlage. Und der Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lautet ja bekanntlich, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Nein, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Da haben Sie die reine französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Brüderlichkeit, Solidarität, Schwesterlichkeit, Geschwisterlichkeit, wie immer, welches Wort man da feministisch und drückt sich auf die Frauen, also benutzen will. Also ich bin auch schon rücksichtslos, habe kein Jackett an, also es ist der Hitze geschuldet, sonst schwitzt man einfach zu sehr. Also bitte um Vergebung. Also das ist die Grundlage und wir haben noch keinen Schritt in diese Richtung gemacht. Auch das Bundesverfassungsgericht nicht, auch jetzt wieder nicht, obwohl ich nicht müde werde, das vorzutragen, in den Prozessen ausweislich der staatsrechtlichen Konzeption dieses Urteils. Da liegen die ganz großen Probleme. Und dementsprechend ist ja nicht verwunderlich, dass das Bundesverfassungsgericht der sogenannten Mehrheit zum Siege verhilft, die sowieso die Herrschaft haben. Ja? Also repräsentiert durch die in der Regierung vertretenen politischen Parteien. Er hat sich betätigt als Wächteramt der sogenannten Mehrheit, der Herrschaftsklasse und nichts anderes. Mehr war auch nicht zu erwarten. Wenn wir zum Recht zurückfinden wollen, brauchen wir eine Kultur der Unabhängigkeit der Richter. Dann darf es nicht sein, dass die Verfassungsrichter vom Bundestag und Bundesrat ausgewählt werden, solange der parteienstaatlich bestimmt ist. Die Richter sind Mitglieder der Parteien. Nicht? Beide Seiten natürlich, beide Lager gleichheitlich vertreten. Immer noch von jedem Lager einer, der nicht Mitglied einer Partei ist, aber desto parteilicher, nur eine Nähe hat. Ein solcher war etwa der durchaus respektable Paul Kirchhoff, der seine Unparteilichkeit dadurch bewiesen hat, dass er kurze Zeit nach seinem Richteramt Kandidat der CDU für das Amt des Finanzministers war. Ja, hat man dann nicht gemacht, weil da Gerhard Schröder doch ein treffendes Wort gesagt hat, der Professor aus Heidelberg, und da war er anscheinend nicht mehr wählbar, was ich natürlich eigentlich gar nicht verstehe. Er wäre sicherlich ein ganz guter Mann gewesen, vergleichsweise. Ja,
Aber nur, das zeigt eben, ich will das nur zeigen, was Unabhängigkeit der Richter heißt. Also, die sind alle parteilich abhängig. Die erste Devise ist, die große Linie der Politik darf in keiner Weise behindert werden. Wer auch immer diese Linie bestimme, und da sind ja auch ist ja unsere Regierung auch nur ausführendes Organ, höchstwahrscheinlich. Also, und das als Vorbemerkung, damit man mich überhaupt versteht, in meiner Kritik an dieser Politik. Es ist eine Kritik an der gesamten Integrationspolitik, nicht etwa, weil es eine Kritik ist an der europäischen Integration im Sinne einer Zusammenarbeit der europäischen Völker, im Sinne des Integrationsprinzips, das ja auch im Grundgesetz steht. Nur es geht darum, dass wir ein europäisches Europa schaffen. Ja? Und nicht, es heißt ein freiheitliches, ein rechtliches Europa und nicht ein Europa der Bürokraten und der Lobbyisten, wie es gemacht ist. Es ist Pflicht, dass die Völker miteinander im Frieden leben. Und im Frieden können sie am besten leben, wenn ihre Verhältnisse rechtlich geregelt sind. Also wenn Rechtsverhältnisse bestehen. Das ist die Logik der großen Schrift zum ewigen Frieden von Kant. Er hat das ja schon vorgeprägt. Also und diese rechtlichen Verhältnisse wären bestmöglich begründet durch völkerrechtliche Verträge. Da ging es nicht zu sagen. Aber das kann ja nun gar keiner Weise heißen, dass aufgebaut wird eine Tyrannis. Und der Großstaat, auf den die ganze Entwicklung hinzielt, erklärtermaßen, der Vertrag von Lissabon ist nur ein Zwischenschritt. Und da will das Bundesverfassungsgericht gewisse Grenzen ziehen, die also nicht so leicht überwunden werden können. Dazu sage ich noch was. Dieser Großstaat, der aufgebaut ist schon und weiter aufgebaut wird, der wird in keiner Weise freiheitlich sein. Er hat keine Chance, freiheitlich zu sein. Er hat keine Chance, demokratisch zu sein. Er hat keine Chance, ein Rechtsstaat zu sein. Keine Chance, ein Sozialstaat zu sein. Und daraus erwächst meine Kritik. Das entscheidende Prinzip des freiheitlichen Lebens ist nun mal die politische Form der Demokratie. Aber eine wirkliche Demokratie, nicht irgendein politisches System, das ich so nenne. Der Parteienstaat ist keine Demokratie. Ja? Sondern der Parteienstaat ist die Verfallserscheinung der Republik. Also das wussten schon andere, man braucht sich nur die römische Geschichte anzugucken. Ja? Da ist die Republik auch zugrunde gegangen an den Parteien. Also ich muss das jetzt hier nicht hier vorführen aus Zeitgründen. Es ist immer so, dass schnellstens wandelt sich wegen dieses prekären Prinzips der Sittlichkeit und Moralität eben eine demokratisch angelegtes Gemeinwesen in Parteienstaaten um, weil das Bündnis ist allzu mächtig. Und die Bündnisse, das sind die Parteien, die setzen sich durch und rigoros wird das Bündnisprinzip durchgesetzt, nämlich Führung und Gefolgschaft. Das sind führerschaftlich organisierte Bündnisse, in denen die entscheidende Triebfeder eben das Amtsinteresse ist für all die Mitläufer. Aber für die Führung, für die die Führung einsetzen, geht es natürlich um ganz andere Interessen. Da geht es wirklich um die Macht. Und sie haben die Macht auf diese Weise. Wenn wir in den Parteien die Demokratie herstellen würden, die innerparteiliche Demokratie, die das Grundgesetz fordert, Artikel 21. Parteien müssen, die innere Ordnung der Partei muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Wenn wir das schaffen würden, würde ich meine Kritik verstummen lassen an den Parteien. Davon kann überhaupt gar keine Rede sein. Die inneren Verhältnisse der Parteien haben nichts mit Demokratie zu tun. Da werden zwar die Kandidaten gewählt, aber zur Demokratie gehört weitaus mehr. Da gehört zunächst einmal das Recht der freien Rede, das ich wahrnehme. Das Recht der freien Rede, lass mich auch nicht nehmen. Auch nicht von einem Peter Gauweiler, der mir einen Maulkorb umhängen wollte, im Rahmen dieses Prozesses mir Interviews verbieten wollte, also von seiner Zustimmung abhängig wollte, haben wir uns getrennt. Die Klagen sind von mir. Er macht sich jetzt wichtig mit meiner geistigen Arbeit. Er hat nichts beigetragen, gar nichts. Sondern hat ganz im Gegenteil dafür gesorgt, dass der Einzige, der diese Sache hätte vertreten können, den eigenen Schriftsatz, verstanden hat vielleicht, hat er ihn selbst verstanden, dass der da nicht postulieren konnte. Und dann wurde das Ganze vertreten
unzureichend vertreten von dem an sich respektablen Kollegen Morsvik. Nicht? Weil er da auch, er hatte natürlich irgendwie anscheinend die Aufgabe, mich stillzuhalten. Aber es war auch meine Sache, ich lasse mir natürlich nicht verbieten, Interviews zu geben zu der Sache, die ich erarbeitet habe und die mir wirklich am Herzen liegt, insgesamt. Das sind, also das nur zu diesen famosen Abgeordneten, ja? Nicht, dass sie mich da identifizieren, da, also ständig steht in der FAZ und so weiter, Gauweiler, innen drin Schachtschneider, aber ich bin es natürlich nicht. Ich meine, das ist ein großer Fehler gewesen. Es war ein großer Fehler, da zu sagen, das ist ein Abgeordneter, das ist vielleicht ganz gut und ich gebe ihm diese Arbeit, die ich ja nicht in seinem Auftrag gemacht habe, die sowieso schon vorbereitet, die Klage. Es war sowieso zwingend, dass ich diese Klage mache. Ich habe den Maastricht-Prozess geführt, den Euro-Prozess geführt und das Urteil ist ja doch im Wesentlichen das Maastricht-Urteil, aber das macht uns nicht glücklicher. Ja? Das macht uns in keiner Weise glücklicher. Die Schwächen des Urteils bleiben natürlich. Es ist mit dem Urteil gar nichts gerettet. Gar nichts. Ja? Die Show ist gut. Man muss ja bedenken, jetzt sind wir 500 Millionen, über kurz oder lang wird es eine Milliarde sein. Es ist ja nicht aufzuhalten, dass die Türkei dazukommt. Es werden 100 Millionen sein. Das ist der Schritt zur Integration des Nahen Ostens. Das ist ja erklärtes Ziel. Israel beispielsweise will unbedingt Mitglied der Europäischen Union werden, wie der Staatspräsident Peres das klar gesagt hat. Die Mittelmeeranrainer klopfen immer deutlicher an die Tür. Der Prozess, der Mittelmeerprozess, also Mittelmeerraumpolitik, die von Frankreich betrieben wird, Barcelona-Politik hat zum Ziel, die nordafrikanischen Staaten in die Europäische Union zu integrieren. Und wenn das geschehen sein soll, wird jedenfalls für die, die hier noch jünger sind, wird das Realität sein, wenn das nicht abgebrochen wird, wird das zumindest 1 Milliarde Menschen sein und hochheterogen, und insbesondere also sprachlich, aber natürlich auch sozial und religiös. Und religiös, was da auf uns zukommt, ist ja wohl klar. Also sie werden dann, wenn dann mal jemand einen Vortrag halten sollte, gerade die Damen alle ein bisschen anders aussehen. Dann wird man die ganze Schönheit nicht mehr zu erkennen vermögen, sondern nur noch die strahlenden Augen. Also die, das ist ja unabwendbar. Und das ist aber sicherlich auch nicht im Sinne so manch eines Politikers, das glaube ich nicht, aber scheint mir zunehmend unaufhaltsam zu sein, weil sehr viel wichtiger als das Innere ist ja die geopolitische Politik dabei, die verfolgt wird. Jedenfalls ist es angesagt, das sind ja alle Schritte, die angesagt sind und die dann auch erfolgen werden. Und dafür braucht man eben auch die entsprechenden Strukturen und die werden jetzt mit diesen Verträgen aufgebaut. Also die Kritik muss ja gelten dem gesamten Integrationsrecht und nicht nur dem Vertrag von Lissabon. Denn das Gericht hatte Gelegenheit, die Entwicklung der Integration zurückzudrängen und die interpretatorische Entwicklung, die eben so verheerend ist, ich sage noch was dazu, wenn mir die Zeit gegeben wird, dass die eben korrigiert wird. Ja? Dass korrigiert wird, was, ich würde mal sagen, die gefährlichste Instanz unseres Lebens, der Europäische Gerichtshof, daraus gemacht hat. Natürlich, ein Gericht wird von allen Menschen als eine sakrosankte Institution angesehen. Es ist, das hat mit Gerichtlichkeit gar nichts zu tun. Das ist eine Institution, die also massiv eingebunden ist in die Machtausübung dieses Gebildes Europäische Union. Also sagen wir ruhig mal, ich denke da durchaus an den Iran, ein Wächterrat. Ja? Vom Wächterrat wird man auch nicht gerade die Verwirklichung des Wahlrechts erwarten, ja? Sondern aber eine gute Show. 10% werden ausgezählt. Nicht? Und die sind natürlich dann nicht so abweichend von den eigentlichen Abstimmungen, das kann man dann noch gerade so hinnehmen vielleicht, aber ob die Wahl insgesamt rechtmäßig war. Also wir haben da etwas eingerichtet, was schon strukturell mit Rechtsprechung nichts zu tun hat. Da entscheiden Richter über Verhältnisse, die sie überhaupt nicht kennen können. Also etwa über deutsche Verhältnisse, VW-Gesetz als Beispiel,
Da haben Richter entschieden, keiner Deutscher dabei, kein Deutscher. 5 Richter aus anderen Ländern, die also höchstwahrscheinlich vorher vom VW-Gesetz noch nie was gehört hatten. Also ich bin kein großer Anhänger vom VW-Gesetz, darum geht es nicht. Das war unser Gesetz über viele Jahrzehnte, dass wir so wollten und das natürlich da gefallen ist. Da entscheidet dann ein Richter aus Slowenien, aus Malta und vielleicht aus Portugal über deutsche Schicksalsfragen gegebenenfalls. Also in der Dreierkammer, kann auch eine Fünferkammer sein. Wir haben ja nur einen Richter unter den 27 Richtern. Jeder Mitgliedstaat hat einen Richter. Ob der Mitgliedstaat groß oder klein ist, spielt gar keine Rolle. Demokratische Legitimation nicht zu spüren, ja? Nicht mehr festzustellen in irgendeiner Weise. Dabei muss eine Institution demokratischer legitimiert sein als alle anderen. Wir brauchen eine starke demokratische Legitimation, die Verfassungsgerichtsbarkeit. Funktional ist natürlich die europäische Rechtsprechung Verfassungsgerichtsbarkeit. Aber sie hat überhaupt keine demokratische Legitimation, abgesehen von der Heterogenität, von der mangelnden Vertrautheit mit dem Rechtssystem. Also ein Rechtssystem zu kennen, ist nicht so ganz einfach. Ja? Also man muss man auch studieren, aber das Studium ist ja nur ein ganz kleiner Anfang. Man braucht ein Leben, um einigermaßen in einem heimischen Rechtssystem zu Hause zu sein. Einigermaßen. Aber fremde Rechtssysteme, in fremder Sprache, das ist, wenn jemand meint, er wisse das, er komme da zurecht, das ist Hybris. Ja? Das britische Rechtssystem oder das französische ist so ein bisschen näher. Aber zu kennen, das heißt, die unendliche Rechtsprechung zu kennen. Und, ich will das nicht näher ausführen. Das können die gar nicht, aber sie dringen tief ein in die Rechtssysteme der verschiedenen Mitgliedstaaten. Also ein europäisches Gerichtshof mit dieser ungeheuren Macht darf es nicht geben. Schon allein, aber da kein Wort. Ich habe das angegriffen in den Schriftsätzen, die mangelnde demokratische Legitimation. Es geht ja um Demokratie des Europäischen Gerichtshofs. Das Gericht, Bundesverfassungsgericht, macht dazu nicht ein Wort. Nicht ein Wort zu der mangelnden Legitimation der wirkungsmächtigsten Instanz überhaupt. Es hat behandelt das Europäische Parlament, ganz in meinem Sinne, nämlich das Europäische Parlament ist kein Parlament. Das habe ich ja immer mit ein bisschen Bangen und Zagen gesagt, aber es ist bestätigt worden. Ja, das Europäische Parlament vermag nicht demokratisch zu legitimieren, weil es kein Volk vertritt und weil es nicht gleichheitlich gewählt ist. Richtig. Ja? Also das ist nun mal nochmal klargestellt worden. Dieses Dauergerede der Politiker, dass ja die Demokratie gestärkt wird durch den Vertrag von Lissabon, ist ja nun vom Bundesverfassungsgericht widerlegt. Nicht? Die Stärkung des Europäischen Parlaments bedeutet gar nichts. Jedenfalls nicht ein Mehr an Demokratie. In gar keiner Weise. Aber da kommt ja gleich das ganz Entscheidende, die Lebenslüge, die demokratiedogmatische Lebenslüge der ganzen Integrationspolitik schließt sich daran sofort an, weil die Union nicht in der Lage ist, autonom, also aus eigenen Kräften, ihre Rechtsetzung demokratisch zu legitimieren. Und die Rechtsetzung macht 80% aus. Also nach Justizministerium 84% vor einigen Jahren und andere haben das bestätigt, also der unser Recht ist zu mehr als 80% eben entweder direkt geregelt durch die Europäische Union, Richtlinien, Verordnungen, oder eben beeinflusst durch Beschlüsse und durch alle möglichen Maßnahmen. Da gibt es ja eine Fülle von Rechtsakten, die da in Frage kommen. Also praktisch leben wir fraglos in dem Staat Europäische Union. Denn was ist denn der Staat anderes als die Organisation, die das Recht setzt? Und natürlich auch dafür sorgt, dass es durchgesetzt wird. Mit allen Mitteln. Das zu bestreiten, dass die Union ein Staat ist, ist ja mehr als fragwürdig. Aber nur, wenn die europäischen Organe die Rechtsetzung nicht legitimieren demokratisch, ich meine, immer vorausgesetzt, irgendjemand will in der Demokratie leben, ja? Immer vorausgesetzt. Also da sind hier viele dabei, aber ich kann mir nicht denken, dass viele da in den Berliner Organen sitzen. Denn ich wiederhole das nochmal, deswegen der Anfang. Die allgemeine Freiheit, die untrennbar verbunden ist mit der allgemeinen Gleichheit und mit der Brüderlichkeit, kann es nur in der politischen Form der Demokratie geben. Also in der demokratischen Republik. Also wenn man das will, frei sein will, ja, dann muss die Rechtsetzung eben demokratisch legitimiert sein. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Das sagen sie auch. Und die haben ja immerhin zugestanden, ein subjektives Recht, das einzuklagen.
da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das Maastricht-Urteil geschafft habe, dieses Grundrecht zu erobern. Es wurde ja von allen Seiten beschimpft. Die Kollegen gaben mir eine glatte 6, als ich da reinkam. Das war alles denkunmöglich. Ja, ein solches subjektives Recht des Bürgers, dass er einklagt, hinreichende demokratische Strukturen, denkunmöglich. Aber das Gericht hat mich bestehen lassen. Und seitdem haben wir dieses neue Grundrecht, das in diesem Urteil jetzt noch ausgebaut ist. Das ist in Ordnung, das ist immer was Positives. Wir sind dicht davor, endlich anzuerkennen, dass es ein Grundrecht auf politische Freiheit gibt. Das haben sie zwar noch nicht so formuliert, was ich seit eh und je fordere. Noch nie hat ein deutschsprachiges Gericht, ich schließe Österreich ein, anerkannt, das allerwichtigste Grundrecht, das Grundrecht auf der politischen Freiheit. Ja? Aber jetzt ist es ganz dicht davor, Sie haben zwar immer noch auf das Wahlrecht gestützt, das Wahlgrundrecht, aber Sie haben gesagt, das ergibt sich aus der Würde des Menschen, das ergibt sich aus dem Selbstbestimmungsrecht der Menschen, es beruht auf der Freiheit und Gleichheit der Bürger. Das ist schon, klingt schon ganz gut, das ist fast, und Sie haben es auch angereichert, man kann damit einklagen, nicht nur die demokratische Substanz, sondern auch, was ein neuer Schritt ist, eben dass die soziale Gerechtigkeit hinreichend verwirklicht wird. Weil dafür gehört, braucht man die Demokratie. Also das ist ein Schritt nach vorne, insofern muss man auch was Positives sagen, und in dem Urteil. Aber jedenfalls muss die Rechtsetzung demokratisch legitimiert sein. So, wie konstruiert es das Gericht? Jetzt kommt die Absurdität, die Lebenslüge. Das ist, die demokratische Legitimation kommt nur von den nationalen Parlamenten, sagt das Gericht. Die nationalen Parlamente heißen in Deutschland Bundestag plus Bundesrat. So wird gesprochen, ja. Bundesrat ist zwar kein Parlament, aber man spricht so. Also bei einem Zweikammersystem. Und wie denn, obwohl sie gar nicht beteiligt sind an der Rechtsetzung? Dadurch, dass sie eben verantworten können, und das können sie nur dadurch, dass sie voraussehen können, alles Originalton des Gerichts, voraussehen können eben die Politik der Union. Warum? Weil die sich halten soll, heißt das, im Rahmen des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Und das ist der entscheidende Baustein. Die Ermächtigung der Union sind so begrenzt und so bestimmt, sagt das Gericht, dass die Politiker, also der Bundestag, also Bundesrates, also die Abgeordneten und die Mitglieder, dass die Politik der Union voraussehen können und damit verantworten können. In Wirklichkeit ist es so, sie wissen überhaupt nicht, was sie unterschrieben haben, was sie abgestimmt haben. Sie wissen von den Verträgen nichts. Das ist die Wirklichkeit. Vielleicht könnte man auch ein bisschen die Rechtsprechung in die Nähe der Wirklichkeit, der Verfassungswirklichkeit drücken und nicht nur alles aufbauen auf Ideologien. Das ist eine reine Ideologie. Die Wirklichkeit hat damit nichts zu tun. Sie wissen überhaupt nicht, was sie tun. Aber davon dann abgesehen, wenn sie das gelesen hätten, dann hätten sie eigentlich gar nicht zustimmen dürfen. Aber dann wüssten sie auch nicht, welche Politik gemacht wird. In gar keiner Weise ist die Politik der Union aufgrund der Ermächtigungen voraussehbar und verantwortbar. Die Ermächtigungen sind weit und breit und die Handhabung derselben geht noch viel weiter. Ich bringe da einige Beispiele. Ich habe ja in den Schriftsätzen über mehrere hundert Seiten vorgeführt, Breite und Weite der Ermächtigung, dass die Politik aufgrund der Ermächtigung nicht voraussehbar ist. Und zwar niemals von etwa vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden wäre. Aber das Gericht hat nicht mit einem Wort diesen Vortrag geprüft. Dazu kein Wort gesagt. In dem famosen Urteil, über das der Peter Gauweiler so begeistert ist. Ja? Also eine Sternstunde der deutschen Demokratie. Da hat er auch nicht zugehört und nichts gelesen. Also mit keinem Wort sagen die, geben sie zu, dass das Prinzip der begrenzten Ermächtigung, ihr Rettungsanker, natürlich ständig verletzt wird. Die Ermächtigungen sind viel zu weit dafür. Aber das muss man verstehen und da muss ich was sagen dazu und ihre Geduld da in Anspruch nehmen. Zum Beispiel hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, ich kann dir nur einige Beispiele bringen, zur Niederlassungsfreiheit. In den ersten 5 Jahren des neuen Jahrhunderts, die ist jetzt gefestigt,
die deutsche Unternehmensmitbestimmung beseitigt. Die gibt es zwar noch, aber der Todesstoß ist versetzt. Davon erholt sie sich nie mehr. Ja? Und jetzt frage ich Sie, ob Sie es für möglich halten, dass eine Partei in Deutschland, die im Bundestag vertreten ist, es gewagt hätte, im deutschen Gewerkschaftsstaat, wenn er auch schwach geworden ist, einen Antrag zu stellen, die Unternehmensmitbestimmung wird abgeschafft. Ja? Dass die, als sie dem Vertrag zugestimmt hatten, damit zugestimmen wollten, dass der Unternehmensmitbestimmung der gar ausgemacht wird. Das ist doch völlig abwegig. Ja? Aber wie funktioniert das? Der Europäische Gerichtshof sagt, aufgrund des Herkunftslandprinzips, dass aus der Niederlassungsfreiheit hergeleitet wird, das bedeutet, dass wenn ein Unternehmer in Deutschland tätig wird, sich richten darf, weitestgehend, insbesondere in seiner Unternehmensform, nach dem Land, aus dem er kommt, nach dem Herkunftsland. Also er darf in Deutschland, was bisher nicht möglich war vor der Rechtsprechung, eben eine Rechtsform französischer Art mitbringen, also die Société Anonyme beispielsweise, die ist dadurch gekennzeichnet, dass sie 1 € Grundkapital hat. Also das schaffen wir auch gerade noch, habe ich gerade in der Hosentasche sogar 2. Ja, könnte ich 2 solche Société Anonyme schaffen. Also die Großprojekte macht, ne? Großprojekte. Ja. Tolle Haftungsgrundlage. Wir verlangen wenigstens noch für die GmbH, haben verlangt, ist jetzt geändert worden, 25.000 €, ist auch viel zu wenig. Also wie auch immer, sie kann, hat die Rechtsfähigkeit in Deutschland mit die, als Société Anonyme oder als Company Limited. Im Augenblick werden schon fast die Hälfte der neuen mittelständischen Unternehmen als Company Limited, als Limited kurz, gegründet in Deutschland. Also man gründet die natürlich, muss die noch gründen im Ausland, also in London, Paris und kann dann in Deutschland damit agieren, kann auch Größtunternehmen in diese Rechtsform überführen. Also alle Rechtsformen der 27 Mitgliedstaaten sind jetzt in Deutschland rechtmäßig. Bis zu dieser Rechtsprechung konnte man Unternehmen in Deutschland nur nach deutscher Rechtsform betreiben. Weil wir auf, also GmbH, Aktiengesetz und so weiter. Weil wir auf diese Weise hatte man durch unsere gesellschaftsrechtlichen Regelungen mehr oder weniger die Unternehmen im Griff. Ja? Gläubigerschutz beispielsweise, Insolvenzrecht und was es auch alles sonst so sei. Das kann man jetzt nicht näher ausführen. Und insbesondere die Mitbestimmung. Denn Unternehmen in einer gewissen Größenordnung, ab 2000 Mitarbeiter, sind unternehmensmitbestimmungspflichtig. Damit doch ganz erheblichen Konsequenzen, die ich nicht überbewerten will, aber die Arbeitnehmerschaft hat dadurch einen ganz erheblichen Einfluss. Leider ist es so, dass die Arbeitnehmerschaft, die Vertreter in den Unternehmensgremien ja weitestgehend korrumpiert wurden. Siehe Beispiel Siemens, Beispiel VW und andere. Und dass es nicht funktioniert hat. Sie haben eben auch wieder mal ihr Amt nicht wahrgenommen, die Unabhängigkeit nicht gewahrt. Sie waren eben bestechlich. Also das gilt sicherlich nicht für jeden, aber für allzu viele. Und gerade in diesem sehr großen, größten Unternehmen ist es ja durch die Presse gegangen, denn eben auch, also die Mitbestimmung hat nicht das gebracht, was die Arbeitnehmerschaft sich da erhofft hat. Ja? Nur Abschaffen der Unternehmensmitbestimmung, undenkbar in Deutschland. Sie ist aber, niemand muss mehr eine Aktiengesellschaft in Deutschland betreiben, niemand muss mehr eine GmbH betreiben, er kann eine SA, Limited und was immer betreiben und die ist nicht unternehmensmitbestimmungspflichtig. Ja? Wir können sie auch nicht unternehmensmitbestimmungspflichtig machen, denn wir können Frankreich nicht vorschreiben, ändert eure Unternehmensform. Das Herkunftslandprinzip, hergeleitet aus den Grundfreiheiten, hat verheerende Wirkung. Ich meine, nebenbei gesagt, damit werden ja nicht alle kennen, dass zum Beispiel ein Unternehmer, der Dienstleistungen in Deutschland erbringen will, im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit, darf die erbringen nach dem Recht seines Herkunftslandes. Also er kommt gegebenenfalls aus Polen, bringt also eine ganze Menge Ukrainer mit, denn die darf er in Polen beschäftigen nach polnischem Recht und dann, wenn er nach polnischem Recht beschäftigen darf, kann er sie nach dem Herkunftslandprinzip auch in Deutschland einsetzen, wenn er Dienstleistungen erbringt als Handwerker, Dachdecker oder sonst Ähnliches und dann er darf sie insbesondere bezahlen, wie in Polen. Und die polnischen Arbeitnehmer, die jetzt hat sich ein bisschen vielleicht verschoben, haben einen Lohn, der ist 1/7 des Deutschen, jetzt vielleicht schiebt sich 1/5, die Ukrainer wiederum 1/7, 1/5 des Polnischen. Und da kann man sich alles weitere denken, die sind konkurrenzlos in ihrer Lohngestaltung.
ja, können in Deutschland tätig werden. Dagegen richtet sich ja dann die Politik der Mindestarbeitsbedingungen, die ja nur in sehr engen Grenzen möglich ist, aufgrund der Entsenderichtlinie auch nur möglich ist, weil die Union die Entsenderichtlinie gemacht hat, die gerade in der Bauwirtschaft genutzt wird, in anderen Bereichen nicht. Also das nur mal zu illustrieren, was Herkunftslandprinzip heißt. Das heißt gleichzeitig auch Lebensmittel. Die richten sich natürlich nach in ihrer Eigenart nach dem Herkunftsland. Also wenn die in Italien legal sind, sind sie auch in Deutschland legal. Da haben wir gar nichts mehr zu sagen. Das hat die Lebensmittelstandards bis zu 1500% abgesenkt. Also die Pestizidgrenzen und so weiter und so weiter. Also eine ganz deutliche Schwächung des Verbraucherschutzes durch das Herkunftslandprinzip. Und da könnte man jetzt unendlich viel sagen und reden, was allein mit dem Herkunftslandprinzip verbrochen wird. Wo steht das Herkunftslandprinzip? Nirgends. Nirgends. Ich möchte den Abgeordneten sehen, der bei Abstimmung der Verträge, da ging es ja schon um die römischen Verträge, gesehen hat, was er da tut. Die Verträge waren eindeutig abgestellt auf das Bestimmungslandprinzip. Bestimmungslandprinzip heißt, man darf überall tätig werden im Rahmen des Binnenmarktes, aber man muss sich nach den Vorschriften des Bestimmungslandes, da wo man tätig ist, richten. Also wenn man in Deutschland agieren will, nach deutschem Recht. Das war in Ordnung. Ja? Das hat der Europäische Gerichtshof umgedreht. Der hat die Regelungen, die wir getroffen haben, sagen wir lebensmittelrechtliche Regelungen, also die hat er, also als zum Beispiel unsere Anforderungen an berühmte Entscheidung, Café de Dijon, an ein Likör, ja, etwas, was ich Likör nennen will, muss mindestens 20% Alkohol haben. Alles, was da weniger Alkohol hat, ist eben gar kein Likör. Und so auch der Café de Dijon nicht. Und dann haben sie durchgesetzt, nein, das richtet sich eben nach dem Herkunftsland. Wenn Frankreich das Likör nennt, muss Deutschland akzeptieren, dass es ein Likör ist. Das ist ein ganz kleines Problem. Da sind die Sachen entschieden worden, in den 60er Jahren bereits, also ohne, dass der Vertrag geändert war, hat der Gerichtshof das Bestimmungslandprinzip umgewandelt in ein Herkunftslandprinzip. Ja? Und wer hat denn das geahnt? Wer hat denn damit gerechnet? Wer wollte denn das verantworten? Ja? Eine Ungeheuerlichkeit. In Deutschland, seitdem gelten in Deutschland 27 Rechtsordnungen. Wer weiß denn das von den Abgeordneten? Denn praktisch für die wichtigsten Lebensbereiche, aufgrund des Herkunftslandprinzips, gelten 27 Rechtsordnungen. Auf eine Rechtsordnung hatten wir einen minimalen demokratischen Einfluss. Durch Wahl eben alle 4 Jahre zum Deutschen Bundestag. Also, aber das ist ja nicht das Recht, das wirklich maßgeblich ist in unserem Land für all die Lebensbereiche, die ich genannt habe. Es zieht sich durch. Das Herkunftslandprinzip ist das Standardprinzip geworden, als man es politisiert hat mal. Als man in der Dienstleistungsrichtlinie das Herkunftslandprinzip hineinschreiben wollte, als also der letzte Abgeordnete gemerkt hat, also jetzt im Europäischen Parlament, und die Öffentlichkeit gemerkt hat, insbesondere in Deutschland, die politische Öffentlichkeit gemerkt hat, oh, das ist ja das Herkunftslandprinzip, das wollen wir ja gar nicht. Das hatten wir ja längst. Da hat das Europäische Parlament das Wort rausgestrichen, hat die Richtlinie zurückgegeben, um Neuformulierung gebeten. Es kam eine Neuformulierung und die sagt jetzt schlicht und einfach, dass sich diese Fragen nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs richten. Das ist dasselbe. Aber es bemerkt kein Abgeordneter mehr. Das wäre eine Überforderung der Intelligenz, ja, der Europaabgeordneten. Sie haben sie hineingewählt, befürchte ich, weiß nicht, hoffentlich nicht. Ja, also das haben sie nicht mehr gemerkt, das haben sie durchgehen lassen. Das ist natürlich genau dasselbe. Genauso mit dem Vorrang, die Geschichte. Peter Gauwein hat sich ja furchtbar aufgeregt, als er merkte, dass das Gemeinschaftsrecht jetzt einen Vorrang vom deutschen Recht haben sollte. Als er es merkte, galt das ungefähr schon 45 Jahre lang. Ja? Aber da war er als Abgeordneter anscheinend zu sehr abgelenkt mit seinen rechtsanwaltlichen Geschäften. Und also, was haben sie gemacht? Sie haben den Vorrangprinzip aus dem damaligen Artikel 6 des Verfassungsvertrages, der Lissabon-Vertrag ist ja nichts anderes als der Verfassungsvertrag genau genommen, rausgenommen und haben in die 17. Erklärung hineingeschrieben, das Verhältnis des Rechts der Mitgliedstaaten zum Recht der Europäischen Union richtet sich nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Gilt sowieso, der Acquis communautaire, der Besitzstand, das ist genau dasselbe.
Ja? Man muss einfach mal sehen. Und die schönen Worte des Bundesverfassungs, die helfen da überhaupt nicht. Die haben ja Vorbehalte gemacht. Die klingen ja auch gar nicht nur schlecht. Ich sage was dazu. Aber bedeutsam ist es nicht. In irgendeiner Weise. Was? Ist es recht oder nicht? Rechtlos, rechtlos. Ja, ich sage nochmal, der Europäische Gerichtshof, der praktiziert ohne jede Einschränkung den Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor den nationalen Rechtsordnungen. Auch den Vorrang vor den Verfassungsgesetzen. Ständige Rechtsprechung. Das Bundesverfassungsgericht sagt was anderes. Ist aber noch nie praktisch geworden. Das Bundesverfassungsgericht macht Einschränkungen. Auch andere Gerichte, der tschechische Verfassungsgerichtshof macht Einschränkungen, am deutlichsten macht Einschränkungen der polnische Verfassungsgerichtshof. Aber was bedeutet das? Es setzt sich durch in der Praxis aufgrund der Verfahrensregelung der Europäische Gerichtshof. Österreich ist da ganz brav und akzeptiert die Rechtsprechung des Europäischen Verfassungsgerichtshofs Gerichtshof voll. Ja? Und unterwirft seine Rechtsordnung uneingeschränkt der Gemeinschaftsrechtsordnung. Also, da kann noch so viel stehen im Grundgesetz, in unserem Verfassungsgesetz. Maßgeblich ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Also maßgeblich sind die Verträge, so wie sie vom Europäischen Gerichtshof gehandhabt werden. Das hat ja mit dem Vertragswortlaut nur wenig zu tun. Das habe ich ja schon gesagt. Nicht? Der Vertragswortlaut, man hat doch weitgehend nicht einmal angepasst an die veränderte Rechtslage. Das würde ja auffallen. Ja? Man weiß ja ganz genau, was mit bestimmten Worten gemeint ist. Wenn da Bestimmungsland steht, meint man Herkunftsland. Genau das Gegenteil. Wie soll da ein Bürger sowas lesen können und verstehen können, wenn er nicht die 20 Meter Rechtsprechung kennt? Das sind 20 Meter im Regal, ja, die Entscheidung. Also ich kenne auch nicht jeder, aber eine ganze Menge. Also immerhin hatte ich sie immer und habe sie auch beachtet in meinem Arbeitszimmer, also an der Universität. Und kann man ja in der Bibliothek mal sehen, man kriegt sie alle im Internet im Übrigen, alle. Ja, können sie alle abfragen, aber sie müssen sich schon wirklich gestählt haben, also über längere Zeit, um das Lesen einer solchen Entscheidung durchzuhalten, körperlich durchzuhalten, ja, weil eine Körperverletzung nach der anderen kommt. Und die Rechtsprechung ist es eben, die so wichtig ist und die also überhaupt nicht angegriffen ist. Ich meine, ich sage mal kurz, was das Bundesverfassungsgericht vorbehält. Ich sage vorweg, es gibt nicht einen Fall, in dem diese Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht schon im Maastricht-Urteil gezogen hat, die jetzt überhaupt nicht verändert worden sind. Das Gericht ist vom Maastricht-Urteil überhaupt nicht abgewichen. Das ist ja auch vielleicht noch ganz gut. Ich habe auch schon befürchtet, dass es noch schlimmer wird. Und nicht einmal gibt es irgendeinen Prozess, in dem diese Grenzen zur Geltung gebracht worden sind. Und weil es ja europarechtliche Fragen sind, läuft das auch gar nicht, weil nämlich über die europarechtlichen Fragen zuständig ist, der Europäische Gerichtshof zu entscheiden. Ja? In den verschiedenen Verfahrensarten, insbesondere Vorabentscheidungsverfahren, sind die Richter verpflichtet, wenn es die letzte Instanz ist, das ist nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern es ist der Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht und so weiter, auch wer sonst letzte Instanz ist, kann auch Oberverwaltungsgericht sein, Oberlandesgericht, sind verpflichtet, ungeklärte Rechtsfragen europarechtlicher Art dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen. Sagen wir mal, machen sie auch, mehr oder weniger, widerwillig. Ja? Und nicht erst das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet zwar auch letztinstanzlich unter Umständen im Rechtsbehelfsverfahren, ist ja kein ordentliches Rechtsmittel, die Verfassungsbeschwerde, hat noch nie vorgelegt, hat gar nicht daran gedacht vorzulegen. Aber wenn der Europäische Gerichtshof entschieden hat, kann doch nicht wahr sein. Der gerade am Anfang. Der gerade am Anfang. Macht gleich eine Volksabstimmung, der kann nicht reden darf. Also, wenn der Europäische Gerichtshof entschieden hat, ein bisschen muss ich schon was sagen. Dann wagt sich ja niemand ran, das ist rechtskräftig. Es gibt bisher keinen Fall, es ist nicht einmal das Verfahren geebnet, nirgends geebnet, dass man Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs beim Bundesverfassungsgericht nicht angreifen kann. Also da müsste das Gericht bei diesem Schritt machen.
Also es ist sozusagen, die Grenzen sind nicht institutionalisiert. Man kann sie nicht zur Geltung bringen. Das sind schöne Worte, Schall und Rauch. Weiter nichts. Also die Grenzen sind eben Strukturprinzipien. Also die deutschen Strukturprinzipien dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das ist riesig eigentlich. Strukturprinzipien sind Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip, Föderalismusprinzip. Das Subsidiaritätsprinzip darf nicht beeinflusst werden. Nur schöne Worte alles. Der allgemeine Wesensgehalt der Grundrechte, darf nicht beeinträchtigt werden. Dazu darf ich sagen, noch niemals hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass der Wesensgehalt verletzt wurde eines Grundrechts. Noch niemals. Aber der Wesensgehalt im Allgemeinen, der allgemeine Wesensgehalt, das ist natürlich, da sind wir längst tief im Terrorismus, bevor sowas angenommen wird. Das ist völlig illusorisch. Da haben wir schon die Widerstandslage schon längst hinter uns. Also dann denke ich, dann haben wir nordkoreanische Verhältnisse, bevor sowas angenommen wird. Das ist eine weitere Grenze. Und die Union darf nicht die begrenzten Ermächtigungen überschreiten. Also ausbrechende Rechtsakte haben in Deutschland keine Verbindlichkeit. Auch noch nie festgestellt worden. Die Ermächtigungen sind so unendlich weit, dass sowas gar nicht festgestellt werden kann. Zumal es ja auch die Querschnittskompetenzen gibt. Die Union sieht sich ermächtigt zu einer Politik, zu Maßnahmen, wenn auch nur die Ziele der Union das erfordern. Wenn Sie mal die Ziele lesen wollen, Artikel 2 des jetzt geltenden EG-Vertrages, es bleibt auch weiterhin Artikel 2 des EU-Vertrages, neuer Fassung, das ist das gute Leben aller Menschen dieser Welt. Ja? Das ist sozial. Weiter geht's nicht. Man kann es weiter nicht formulieren. Und wenn solche Ziele es erfordern, darf die Union sich neue Befugnisse geben. Nach Artikel 308, jetzt ja Fassung, bleibt auch dabei, ist jetzt 352, hat sie auch oft genug gemacht. Ja, sie darf sich neue Befugnisse einräumen. Also, ich wüsste nicht, irgendeinen Fall zu nennen, in dem die Union nicht befugt ist. Und sich befugen kann. Es gibt viele Rechtsakte, die sind auf diese Ermächtigung gestützt. Zum Beispiel die Fusionskontrollverordnung. Nirgends steht das Wort Fusionskontrolle im Vertrag. Wir haben eine ausgebaute Fusionskontrolle der Europäischen Union, bekanntlich. Und nur aufgrund dieses Artikels, nur ein Beispiel, man könnte viele nennen. Also, da gibt es keine Grenzen. Aber das Gericht tut so, als ob es ein Prinzip der begrenzten Ermächtigung gäbe. Ich sagte ja schon, das ist die Lebenslüge insgesamt. Also da liegen die Probleme. Diese Vorbehalte, man müsste jetzt mal Prozesse führen gegenüber einzelnen Maßnahmen, die auf Unionsrecht beruhen, das ist ja fast alles, um das mal auszutesten. Bisher gibt es so einen Prozess nicht. Und kein Gericht hat jemals irgendeine Rechtsfrage dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt zur Prüfung, ob nicht vielleicht das beruht auf einem ausbrechenden Rechtsakt. Ja, und diese Praxis haben wir ja nun schon seit Jahrzehnten. Also das ist völlig hoffnungslos, dass ich da irgendetwas verbessert habe durch diese Vorbehalte gegenüber dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts. Ich wiederhole, erstens wird er institutionell durchgesetzt durch den Europäischen Gerichtshof. Das Bundesverfassungsgericht kommt gar nicht ran. Zweitens sind die materiellen Kriterien völlig unzureichend und nicht hinreichend materialisiert, verdichtet, um wirklichen Rechtsschutz da insoweit zu geben. Erlauben Sie mir noch einige Dinge. Also, sonst versteht man die Zusammenhänge nicht. Ich meine, ich habe ja auch 330 Seiten gebraucht für die Klage. Also, Sie können sie ja lesen, ist ja im Internet drin, in meiner Homepage und sonst wo, wenn Sie unendlich viel Zeit haben und mit der Arbeit aufgehört haben, also sozusagen freigestellt sind zu Hartz IV, dann haben Sie vielleicht Gelegenheit, das zu machen. Das entscheidende Problem, das muss ich noch ein bisschen ausführen, ist das demokratische Problem. Das ist ja auch die Einleitung gewesen. Und unsere Rechtsetzung ist eben nicht demokratisch, ich habe das gesagt, muss aber demokratisch sein.
weil sie nicht demokratisch ist. Ist ja auch nicht rechtsstaatlich. Es gibt keinen Rechtsstaat ohne Demokratie. Die Demokratie heißt Verwirklichung der allgemeinen Freiheit. Und Rechtsstaat heißt nichts anderes. Rechtsstaat will das verwirklichen, muss das verwirklichen durch Gesetze, Gesetzlichkeitsprinzip. Aber nur Gesetze, die demokratisch erlassen sind, verwirklichen das Recht. Alle anderen Gesetze sind Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist Verletzung der Freiheit. Herrschaft ist der Gegenbegriff zur Freiheit. Ein Gericht, das mindestens 20 Mal von Herrschaft redet, hat von Freiheit nichts begriffen. Ist auch nicht die richtige Instanz, um die Freiheit zu verteidigen. Wollen wir Freiheit oder wollen wir Herrschaft? Ja? Also das ist doch die Frage. Die Männer sind ja gewohnt, beherrscht zu werden. Aber die Frauen, denke ich mal, die ja politisch mehr und mehr Gewicht haben, wollen Freiheit. Darauf sollten wir setzen insgesamt. Aber ohne Demokratie gibt es auch keinen Sozialstaat. Denn das Movens der sozialen Gerechtigkeit ist nun mal die Demokratie. Und dass der Sozialstaat verfällt, mehr und mehr verfällt, verfallen ist und weiter verfallen wird, Agenda 2010 und so weiter, das ist natürlich nur hat nur einen Grund, dass wir nicht demokratisch organisiert sind. Ja? Die Politiker können das machen, weil wir uns gar nicht mehr wehren können, jedenfalls nicht durch Wahlen. Also das alles verfällt. Das Grundgesetz lässt eine Mitwirkung der Europäischen Union nur zu, wenn eben die Prinzipien des Rechtsstaates, der Demokratie und des Sozialstaats eingehalten sind. Genau das Gegenteil ist der Fall. Meine Frage geht in Richtung Grundgesetz. Warum bauen Sie eigentlich die Klage aufgrund des Grundgesetzes auf? Denn das Grundgesetz soll ja nicht mehr gelten, wenn man das aus der Vogelperspektive betrachtet. Meiner Ansicht nach müsste doch das aufgrund der Menschenrechte aufgebaut werden, der Widerstand gegen, ja, diesen unsittlichen Lissabonner Vertrag. Ja, eine sehr bemerkenswerte Frage. Es gibt ja da alle möglichen Überlegungen hinsichtlich der Geltung des Grundgesetzes. In gewisser Weise haben Sie recht mit der, die Antwort sozusagen gleich in Ihrer Frage sehe auch, das Grundgesetz ist weitestgehend obsolet im Rahmen der europäischen Integration geworden. Nur der Anspruch, dass Deutschland eben nur Mitglied der Europäischen Union ist nach Maßgabe des Grundgesetzes, also der unveränderlichen Prinzipien, die im Artikel 79.3 des Grundgesetzes genannt sind, wird ja aufrechterhalten in der kritisierten Weise, die ich vorgetragen habe. Von daher ist das richtig, aber sich gegen den Vertrag auf sozusagen Verträge zu berufen, das ist ja nicht möglich, denn die alten Verträge werden durch die neuen Verträge aufgehoben. Die Grundlage ist ja raffinierterweise, das ist ja keine wirklich richtige Staatsverfassung, ist ja eben das Vertragsrecht, also völkerrechtliche Grundlage. So, man kann sich auf nichts anderes berufen. Im Übrigen berufe ich mich gar nicht aufs Grundgesetz. Das ist sozusagen von Ihnen jetzt mal unterstellt. Ich zitiere zwar das Grundgesetz, ich berufe mich auf die Verfassung, die mit uns geboren ist. Also die Grundlage meiner ganzen Klagen ist immer die Verfassung, die nicht zur Disposition der Politik steht. Der Kern des Rechts, ich rufe mich aufs Rechtsprinzip und sage nur eins, in meinen Schriftsätzen, da steht auch im Grundgesetz. Ja? Das ist eine ganz andere Position. Mir ist völlig klar, dass das Grundgesetz brüchig ist. Aber mir kann niemand nehmen, Ihnen kann niemand nehmen, die Verfassung, die mit uns geboren ist. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine menschenrechtliche Sicht, eine naturrechtliche, aber es ist nicht wirklich naturrechtlich, die ist aufklärerische Position. Also man kann keine Menschen absprechen, die Freiheit, und zwar die gleiche Freiheit, die jeder andere Mensch hat. Und das ist untrennbar verbunden, wenn man das leben will mit dem Prinzip der Brüderlichkeit oder Solidarität. Und das ist die Grundlage, das ist sozusagen der aufklärerische Ansatzpunkt, der tief in den Menschen verankert ist und der nicht zur Disposition steht. Ich berufe mich also auf höchste Rechtsprinzipien, nicht auf einen Gott, sondern auf die praktische Vernunft. Ja, und auf die Grundlage unseres gemeinsamen Lebens, dass man die anderen Menschen als Menschen anerkennt, ja, die in ihrer Menschlichkeit gleich sind. Also insofern muss ich jetzt ein bisschen gerade ziehen.
und sonst Vorstellungen, dass das Grundgesetz nicht gilt. Also die sind jedenfalls nicht insofern richtig, dass manche meinen, es gibt kein Gebiet des Grundgesetzes, das ist ein aufgehobenes Gebiet, das ist mehr als problematisch. Jeder weiß, was Deutschland ist. Im Prinzip hier ist Deutschland, aber die Grenzen Deutschlands, die sind eine ganz andere Frage. Ja? Das ist eine völkerrechtliche Frage. Und welche Bedeutung der 2+4-Vertrag hat, denn bis dahin, bis zum 2+4-Vertrag, war ja ständige Rechtsprechung, dass das Deutsche Reich fortbesteht in Grenzen von 1937. Und ob der 2+4-Vertrag rechtens daran was geändert hat, das können wir jetzt nicht näher diskutieren. Also weil hier die Zeit, das Zeitmanagement so glashart ist. Also das nur dazu. Erlauben Sie mir, gut, jetzt erstmal die nächste Frage, sonst wird es ja zu lang. Ja, wenn das Europäische Parlament kein gewähltes Parlament ist, dann ist es auch illegal. Kein was für ein Parlament? Kein gewähltes Parlament. Ja. Das ist ja nur eingesetzt von irgendwelchen Leuten. Ja. So, also das ist ein Parlament ohne Land. Und wir haben eine Kommission, die ist rechtswidrig. Und zu was wird sie sich entwickeln? Zu einer Diktatur? Ja, ne, sind wir einer Meinung. Also das Europäische Parlament ist kein Parlament. Das sagt ja das Bundesverfassungsgericht. Das vermag nicht demokratisch zu legitimieren. Also wenn man es als Parlament ansieht, dann haben Sie vollkommen recht. Es ist keines. Es ist eine Versammlung der Vertreter der Völker mit gewissen Befugnissen nach dem Vertrag. Und wenn Sie davon ausgehen, dass der Vertrag rechtswidrig ist, meine Meinung, ja, dann sind alle Institutionen des Vertrages natürlich auch zu Unrecht eingesetzt. Also auch die Kommission. Und das ist jetzt schon in meinen Augen diktatorische Bürokratie, die da stattfindet. Denn das ist ja die Logik dessen, dass es nicht demokratisch legitimiert ist. Ja? Also als ein Gegenbegriff, an sich liebe ich den Ausdruck Diktatur nur sehr begrenzt, und zwar aus dem Grunde, weil die römische Geschichte und die Schriften von Nietzsche und Carl Schmitt ja deutlich gemacht haben, dass Diktatur was anderes ist als eine solche, eigentlich nenne ich das sanfte Despotie. Eine sanfte Despotie, denn Diktatur ist eigentlich eine republikanische Einrichtung für Notzeiten, die nach einem halben Jahr beendet sein muss. Und wenn sie noch nicht beendet ist, ist der Diktator ein Mann des Todes. Also das Wesen der Diktatur ist die zeitliche Begrenztheit. Aber wir haben ja umgedacht im Laufe der Zeit und nennen etwas, was nicht demokratisch ist, diktatorisch. In dem Sprachgebrauch ist das diktatorisch. In Wirklichkeit ist es eine Despotie, die sich zunehmend entwickelt zur Tyrannis. Ja, ich meine, Versuche beim Menschenrechtsgerichtshof, ja, also Straßburg, sind bisher nicht sehr erfolgreich gewesen. Ich habe zum Beispiel angegriffen beim Menschenrechtsgerichtshof den Beitritt Österreichs damals, weil das Volk war da über den Tisch gezogen, 1994, über den Tisch gezogen durch ORF und durch die Propaganda. Insgesamt sind völlig falsch informiert worden. Was sagt der Menschenrechtsgerichtshof, nur mal zu dem sogenannten Gericht, wer da drin sitzt, da müssen wir mal genauer hingucken. Ja, zum Beispiel Frau Jäger, der hat auch schon sehr geholfen. Ja, da haben die einfach gesagt, die Klage ist unzulässig, die Klage könnte ja jeder erheben. Wo sind denn ihre besonderen Rechte? Ich sage nur, das sind die Rechte jedermanns, ja, und jeder Frau. Deswegen ist es eine Popularklage. Popularklage ist doch nicht gegeben, also im Sinne der Verwerfung, wenn es Rechte von jedem sind. Auch Österreich hat die Klage, die ich ja auch erhoben habe, gegen den für einen österreichischen Bürger, die haben sie zurückgewiesen, es sind keine besonderen Rechte verletzt. Natürlich sind die allgemeinen Rechte verletzt, die haben Sie und die habe ich. Ich kann schlechterdings hier in diesen hochpolitischen Angelegenheiten keine Rechte vortragen, die nur ich habe. Und nur einer hat. Das ist völlig abwegig, völlig absurd. Mit diesen wirklichen Scherzargumenten, ja, werden schicksalhafte Fragen entschieden. Also von Rechtsprechung kann da nun wirklich keine Rede sein, denn ein Mindestmaß an Orientierung am Recht ist ja wohl Voraussetzung eben dessen, was man ein Gericht nennen kann, eine Arbeit eines Gerichts, die Verpflichtung dem Recht gegenüber. Und wenn dann also Scheinargumente gebracht werden von letztinstanzlichen Gerichten, dann ist das eben, ja, ich sage es in aller Unfreundlichkeit, die Widerstandslage.
Herr Schachtschneider, meine letzte Frage. Ja. Daniel 9, Radio Utopie. Würden Sie mir zustimmen, dass das Grundgesetz die beste Verfassung ist, die wir noch haben, und dass die Alternative keine ist? Zweitens, würden Sie zustimmen, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Artikel 79 Absatz 3 als absolute Grenze der deutschen Integration in die EU beschrieben hat? Das heißt also, es gibt eine absolute Grenze, und dass das Bundesverfassungsgericht die verfasste Gewalt nicht zur verfassungsgebenden Gewalt erhoben hat. Das heißt also, dass die Kompetenz nicht übertragen wurde. Würden Sie dem zustimmen? Ich stimme Ihnen allen drei Punkten zu. Aber was heißt das? Ich habe vorgetragen, was das heißt. Es ist richtig, dass Artikel 79.3 als Grenze genannt wurde. Aber was das heißt, habe ich gesagt. Ja? Dass es nicht praktisch ist und nicht praktisch werden dürfte. Das ist eben genau das Problem. Ja? Und es auch, Sie haben auch gesagt, es ist eine Verfassungsgebung, also verfassungsändernde Gesetzgebung, keine Verfassungsgebung, ganz klar. Verfassungsgebung wäre was anderes, könnte nur nach Artikel 146 stattfinden. Und wenn die Union ein Bundesstaat werden sollte, bedürfte es einer solchen Verfassungsgebung. Richtig, aber jetzt kommt wieder die Einschränkung, das ist ja gerade der Sinn meines Vortrags, dass die Union, ich hatte die Zeit jetzt nicht, ist ein Bundesstaat. Es ist funktional ein Bundesstaat, nur der ist nicht legitim. Und nur weil dieser Bundesstaat nicht beruht auf dem Willen eines Volkes, nämlich des europäischen Volkes, Unionsvolkes, also der Legitimation entbehrt, kann man doch wohl nicht sagen, dass er kein Bundesstaat ist. Nein, er ist ein rechtswidriger Bundesstaat. Auch das gibt es. Das Gericht sagt eben, es ist, weil das Volk fehlt, die Legitimationsgrundlage, ist es kein Bundesstaat. Das ist eben die juristische Verkürzung und die fragwürdige Dogmatik des Gerichts. Einfach nach Morgenstern, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Leider fällt mir da nicht viel Positives ein. Ich sage mal, die allgemeinen Sätze sind in Ordnung. Ja, des Gerichts, was Positives, die sind in Ordnung. Aber sie haben keine praktische Bedeutung, weil das nicht umgesetzt wird, weil nicht festgestellt wird, wie ist die Wirklichkeit und ist die Wirklichkeit noch irgendwie vereinbar mit den Rechtsprinzipien, die als solche gar nicht falsch genannt sind. Ja, die Grenzen, wenn die leben würden, wenn zwar das Bundesverfassungsgericht gleichzeitig sagen würde, aber über die Grenzen entscheiden wir auch dann, wenn der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Ja? Wenn Sie das mal sagen würden, wären wir einen Schritt weiter. Ja? Und genauso in den anderen Fragen. Die dritte Bemerkung war, dritte Kriterium? Kompetenz. Kompetenz, natürlich haben Sie das gesagt. Natürlich haben Sie gesagt, keine Kompetenz, schon im Maastricht-Urteil. Aber ich habe dagegen gestellt, die Kompetenzen sind grenzenlos weit. Das ist ja die Lebenslüge. Das versuchen Sie mal anzunehmen, also mal zu überlegen. Allein der 308, jetzt 352, ja, der geht so unendlich weit, weil da steht doch drin, ich kann es Ihnen vorlesen, dass die Union, wenn sie keine Befugnisse hat, sich Befugnisse verschaffen kann, einstimmig, wenn diese erforderlich sind, um die Ziele der Union zu verwirklichen. Einstimmig, ja, natürlich einstimmig. Auch Deutschland muss zustimmen. Ganz klar, das heißt, im Rat, der Minister. Aber das hilft uns doch nicht. Ja, das ist ja jetzt auch schon so. Und dann sagt das Gericht, wenn es eine Erweiterung der Hoheitsbefugnisse ist, der Union, funktional eine Übertragung von Hoheitsrechten, dann muss ja Bundesrat zustimmen. Ja, aber sie stimmen zu. Deswegen habe ich ja die etwas langwierigen Ausführungen gemacht über die Parteienstaatlichkeit, die unsere Freiheit ruiniert. Man kann das politische System, in dem wir leben, nicht verstehen, wenn man nur die Europäische Union anguckt und nicht auch die innerstaatlichen Verhältnisse, den Parteienstaat. Deswegen musste ich das eben auch zum Besten geben. Wenn Sie noch erlauben, in aller Großzügigkeit, eine Bemerkung, die ich einfach gerne noch gesagt habe, zum Kapitalverkehrsfreiheit, in aller Kürze. Das hat ja Herr Elsässer auch schon angesprochen. Wir hätten diese Wirtschaftskrise, die eine Finanzmarktkrise ist, in keiner Weise, wenn nicht die Kapitalverkehrsfreiheit da drin stünde. Der freie Kapitalverkehr darf nicht beschränkt werden gegenüber den Mitgliedstaaten und gegenüber allen dritten Ländern dieser Welt.
Wir haben also uns verordnet eine weltweite Kapitalverkehrsfreiheit. Diese Kapitalverkehrsfreiheit ist die Grundlage dieses entfesselten Kapitalismus. Da haben wir nicht nur wir, auch die Vereinigten Staaten und andere haben die Kapitalverkehrsfreiheit. Nur das hat es möglich gemacht, dass diese angesprochene ungeheure Schuldenpyramide durch kreditäre Geldschöpfung aufgebaut werden konnte, die jetzt uns alle in Mitleidenschaft zieht und natürlich dazu führen wird, dass die Bevölkerung, ja, und nicht nur unsere, den Gürtel enger schnallen muss, sehr viel enger, viele Völker leiden schon erheblich darunter, Ungarn, die baltischen Staaten und andere. Dieses Verbrechen, ja, ist politisch verantwortet, nur wesentlich politisch verantwortet. Die Unternehmer, die Banken haben das daraus gemacht, was ihnen zugestanden wurde. Sie tun immer das, was sie können, wenn man es nicht unterbindet. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.